Das Kapitel Zeus hier zur weiteren Folge hier Paper Mario. Alter Schwede, das wird awesome, Leute, sage ich euch. Und wir machen uns weiter auf den Weg Richtung Toadstown, glaube ich. Ein Schild. Was ist denn das? Vorsicht vor Goombas. Oh, wow, wow. Wow, das war ja voll. Der hat mich reingelegt. So eine Scheiße. Aber egal, wir haben den Erstangriff. Hey Mario, während eines Kampfes kannst du die Reihenfolge, in der wir sind, mit Z ändern. Aha, verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht nichts aus. Vergiss es nur nicht. Ich denke mal, der, wo vorne steht, bekommt immer den ganzen Schaden ab. Aber ich denke, wir nehmen lieber alles in Kauf und lassen unseren Goomba hinten, oder? Siehst du, ist eh schon vorbei. Und 2 Sternpunkte bekommen. Geiler Scheiß. Wow, zum Level Up dauert es ja noch ewig. Wow, 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 geil, 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 geil. Ein Pilz bekommen, sehr gut. Und eine Münze noch. Die ganzen Goombas, ist ja anstrengend hier. Das sind 2 Stück. Oh nein. Okay, bei den ersten können wir ja super geil besiegen. Jetzt haben wir auch diesen Powersprung, Leute, nebenbei. Aber den brauchen wir ja nicht in dem Fall. Bam. Und Nummer 1 ist besiegt. Jetzt können wir ihn noch machen. Scanner. Aha, okay. Nee, wir machen die Kopfnuss. Der soll ja Schaden machen. Ich glaube, mit Scannen kann man die Gegner die Schwachstelle rausfinden oder so. Also davon gehe ich mal aus, dass es so ist. Aua. Alle machen mal einen Schaden. Ist euch jetzt schon mal aufgefallen? Ist ja voll langweilig, Mann. Yay, besiegt. Aber wir haben jetzt weitere 4 Sternpunkte und wir neigen uns langsam den nächsten Level ab. Aber wow, Wahnsinn. Okay, und ein neuer Pilz. Und 2 neue Münzen. Saugeil. Oh, oh, noch ein Goomba. Geh weg. Ha, so viel dazu, du Idiot. Was greifst du mich auch an? Sagen wir, machen einen Hammer mal wieder. Eigentlich ist es wurscht egal, was er macht. Er macht eh alles nur einen Schaden. Und normale Goombas haben ja keine speziellen Fähigkeiten oder so. Und Kopfnuss. Oh yeah. Ach, ich liebe so rundbasierte Games. Sind irgendwie voll witzig. Nämlich total dämlich. Ich bin echt mal gespannt. Ich würde gerne mal wissen, wer hat sich das ausgedacht eigentlich? Diese rundbasierten Games. Weil eigentlich ist es total dämlich, immer so dastehen und abwarten, bis der Gegner den Angriff macht. 4 Sternpunkte. Juhu. Aber es macht halt einfach Spaß. Okay. Hey, voll die komischen Items kriege ich da. Okay, wow. Eine Münze. Kaputt gemacht. Eine Münze. Ein Fliegender. Ah, trotzdem auf den Kopf gesprungen. Ohne weiteres. Yay! Okay. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal Sprung auf den hinteren. Damit wir die beide schon mal flügellos haben. Weil ich weiß nicht, ob der kleine so einfach Leute in der Luft angreifen kann. Müsste eigentlich schon können, aber ich bin mir halt eben nicht todsicher. Nein, er greift mich an. Oh nein. Egal. Also wir bekommen immer pro Kampf einen Schaden ungefähr, wenn es 2 Leute sind. Das können wir nicht verhindern, dass wir da schadenlos rausgehen. Aber 6 Sternpunkte. Richtig geil. Jetzt haben die Hälfte schon geschafft zum Level Up, Leute. So, und weiter geht's. 3 Münzen eingesammelt. Wir bahnen uns den Weg weiter. Sehr schön. Das ist einer mit einem Helm auf dem Kopf, den hätten wir nicht anspringen können. Aber egal. Den hauen wir jetzt gleich mal tot. Weil ich glaube, unser guter Freund kann den nicht angreifen. Ohne dass es sich wehtut. Und Kopfnuss. Wir sind echt zu gut für das Spiel, glaube ich. Wir sind echt viel zu gut für das Spiel. Oh nein, schon wieder einen Schaden bekommen. Ich glaube, jetzt muss ich dann bald wirklich mal so einen Pilz einsetzen und mich heilen. Aber ich denke, da warten wir noch. Yay, 5 Sternpunkte. Obwohl, eigentlich können wir ja mal nachgucken im Inventar, wie viel heilt denn eigentlich so ein... Oh, 2 Münzen. Wie viel heilt denn eigentlich so ein, Pilz? Items? Ach so. Hä? Ach, hier Items, genau. Da haben wir hier 5 KP-Punkte. Ach so, okay, kann man einsetzen. Und die macht Schaden ohne Ende. Aber was waren dann die ganzen... Wichtigen Items haben wir gar nichts. Orden. Haben wir da eigentlich irgendwas Cooles? Alle Orden, aktive Orden. Nö, das passt schon soweit. Teams, Sterne haben wir gar nichts. Karte. Ja gut, ich würde sagen, Status. Haben wir einen Sternensplitter bekommen, sehe ich gerade. Boah, ganz schön bunt der Scheiß hier. Das ist schon echt krank. Egal. Nee, also erstmal 5 heilen wir uns, würde ich sagen, ja. Was ist das denn? Tun wir nichts, Orden erhalten. Ich würde sagen, mal schauen, kann man sich mehrere Orden ausrüsten? Alle Orden? Ja, kann man. Ohne weiteres. Okay, super. So, hier können wir uns einen Pilz, um dich zu erfrischen.
Yay! Ach, mit dem Stick nach links können wir auch uns gleich heilen. So. Oh, 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 oh. Ha! Auf den Kopf gesprungen. Geiler Schaden. Wow, das sind 3 Stück. Alter Schwede. Okay, dann machen wir es so. Ich hole mir zuerst den hinteren. Aber diese Powersprung-Sachen, die hebe ich mir erstmal für einen harten Kampf auf, würde ich sagen, oder Leute? Macht mehr Sinn. So, und mit dem töten wir den ersten gleich einmal. Yay! Oh Gott, jetzt kriegen wir den ersten Angriff ab. Oh Gott, nein. Uiuiui, nur noch 4. Langsam ist es ein bisschen eng, aber ich glaube, das ist soweit kein Problem, weil den killen wir jetzt eh. Oh, scheiße, jetzt wissen wir es gleich. Kann der kleine Angriff auf einen Gegner oben machen? Ja, kann er. Okay, dann passt's ja. Dann ist es gar nicht mal so strategisch. Ich habe mir voll viel Mühe gegeben, strategisch zu sein, und dabei ist es eigentlich sogar vollkommen wurscht. Und auf den Kopf bringen wir ihn um. Tot! Yay! Wie viel waren das jetzt? 9 Sternpunkte! Das ist schon mal nicht schlecht. Also solche Zahlen gefallen mir schon mal mehr. Oh, geil! Hab mich um 1 geheilt. Hammer. Egal, wir tun trotzdem mal einen Pilz einsetzen, um mal uns wieder voll zu machen, weil es kann nicht sein, dass wir so geschwächt sind. Hä? Kann ich den nicht im nicht jetzt hier einsetzen? Achso, das kann ich nur im Kampf einsetzen. Das ist ja mega blöd. Egal, wir laufen weiter. Ach, hier kann man uns eh heilen. Boah, Glück gehabt. Wir stressen uns hier vollgas ab, dabei ist es absolut unnötig gewesen. So, cool. Hey, hey, schon langsam. Du, ja du, du verdächtiger Kerl, keine Bewegung. Ach du Kacke, wer kommt denn jetzt? Oh nein. Aha, du bist Mario. Ich wusste es. Du kannst hier nicht passieren, Herr Großmaul. So lautet der Befehl des Goomba-Königs. Goomba-König? Tut mir leid, aber der einzige Weg hier führt an uns Goomba-Brüdern vorbei. Das sind wir, der rote Goomba und mein Bruder, der blaue Goomba. Wow, was für kreative Namen mal wieder. Lars, schnappen wir ihn, Bruder Goomba. Hey. Oh yeah, los geht's, mein roter, köpfiger Bruder. Mein rotköpfiger Bruder. Sind die rassistisch? Okay, go. Oh, wow, Leute. Ich würde sagen, jetzt testen wir uns mal unseren neuen Sprung aus, diesen Powersprung, auch blauer Goomba. 3 Schaden. Richtig geil. Und noch eine Kopfnuss auf oben drauf. Bam. Mario, wie gefällt dir das? Ach du Scheiße, wie viel Schaden machen die? Ach, nur 1 Schaden. Ach, die halten einfach nur sau viel aus, das ist das Problem, und können doppelt angreifen. Nee, Blume setzen wir nicht ein. Ich würde sagen, noch ein Powersprung, oben auf den Kopf. Jetzt ist er kaputt, oder? Yeah, besiegt. Da scheint richtig viel Sternpunkte. Oh, 10 Stück sogar. Blauer Goomba. Ah, mein kleiner Bruder. Dafür wirst du bezahlen, Mario. Ach du Scheiße, er ist sauer auf uns. Und Fähigkeiten, Kopfnuss. Bam. Er greift mich an. Oh nein, voller Schaden abgekriegt. Ich würde sagen, jetzt machen wir den Rest ganz normal fertig. Und verschwenden nicht unsere Feuerblume. Die Feuerblume heben wir uns für einen harten Kampf auf, würde ich behaupten, oder? Das macht mehr Sinn. So viel kann der auch nicht mehr aushalten. Au, au, au. Das macht übrigens auch nur noch 1 Schaden halt pro Runde. Und dann, ich glaube, dann ist es schon vollkommen okay. Dann kriegen wir den auch so platt. Hui. Alter, hält ja gut viel aus, gell? Attacke! Attacke! Jetzt haben wir ihn. Yeah! Hey, das sind 20 Sternpunkte. 20! Geiler Scheiß, es fehlen nur 17 Stück. Bald haben wir unser erstes Level ab, Leute. Nicht mehr viel. Ah, ich lass dich nochmal davonkommen! Dann hauen sie ab. Sehr gut. Ja. In diesen Büschen hier können wir nichts erforschen, oder? Nee, gar nichts. Wo geht's denn da unten lang? Verdammt. Speichern können wir hier. Dann tu es auch gleich mal. Oh, Zeus, nur am Speichern. Voll blöd, ey. Und nach oben mit uns. Verdammt, das war wohl nichts. Jetzt. Und wir laufen weiter. Goomba erscheint einfach wieder. Cool, ein weiterer Pilz für uns. Oh, wow. Der hat uns reingelegt. Scheiße, kein Erstangriff bekommen. Ich würde sagen, wir ändern die Reihenfolge mal und schicken unseren kleinen Goomba-Freund nach vorne. Vielleicht bekommt dann er den Angriff ab. Kann auch gut sein, oder nicht? So, erstes besiegt. Nein, das ist wurscht egal. Okay, sehr gut zu wissen. Egal, jetzt kriegen wir ihn trotzdem tot.
Und Attacke. Bäm. Nimm dies. Oh, noch 13 Sternpunkte bis zum Level Up, Leute. Ich freue mich schon. Wow, Alter, was hat der denn alles Mögliche? Oh, halt uns irgendwie und gib uns BP-Punkte zurück. Das ist es. Diese blauen Pflanzen können uns gar nichts machen, oder? Schauen eigentlich so verdächtig aus. Oh, ein Schild. Mal lesen, was draufsteht. Zum Schloss des Goomba-Königs. Egal, geh mal rein. Oh nein. Was für ein cooles Schloss. Ein Würfel mit einem Turm oben drauf. Oh. Goomba-König, hilf uns. Mario hat uns verdroschen. Verdroschen. Geiler Scheiß. Oh, das sind wir jetzt. Hey, sieh doch, Mario. Siehst du das Gebäude? Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf der anderen Seite führt. Ich frage mich, was wohl damit geschehen ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, hallo? Wow. Mario, es ist also wahr. Du hast es bis hierher geschafft. Dafür verdienst du Respekt. Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter. Weil ich, der große, mächtige Goomba-König, dafür Sorgen tragen werde, dass dein Abenteuer hier ein Jahresende findet. Ein Jahresende findet? Warum reden die alle so geschwollen? Hast du gehört, Mario? Nicht einen Schritt weiter. Hast du Angst, kleiner Mann? Du hast Angst. Willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen? Wow, dieser Goomba-König ist wirklich riesig. Aber ich bin mir sicher, er ist kein Gegner für dich, Mario. Schnappen wir ihn uns. Bist du bereit für meinen Zorn? Das solltest du besser. Ach du Scheiße, Leute, es kommt ein ultrakranker Bosskampf. Mach ihn fertig, Goomba-König. Wir sind bei dir. Na, geiler Scheiß. Überlasst ihn mir. Hey Mario, ich glaube, wir sollten uns zuerst um den Goomba-Brüder kümmern. Sie müssen vom letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Okay, ich würde sagen, wir benutzen ein Item, nämlich einen Pilz. Schon sind wir geheilt, das ist schon mal sehr gut. Und dann würde ich sagen, benutzen wir noch mal diese Schwachstelle, oder? Wow! Das war doch mal echt ein geiler Schaden und die beiden sind gleich mal kaputt. Ein Problem weniger. Wie viel Schaden macht der Kerl? Nur einen. Das ist doch kein Problem. Ich würde sagen, jetzt testen wir doch mal die Feuerblume, oder? Oder sollen wir es nicht machen? Nee, machen wir erstmal den Supersprung, oder? Powersprung! Nimm dies! Und ganz normal oben auf dem Deckel. Wow! Aua, aua. 2 Schaden. Das war schon ein bisschen heftiger. Ach, scheiß drauf, ich werfe die Feuerblume. Nee, war irgendwie. Nee, heben wir es uns auf, oder? Aufheben ist besser. Weil das schaffen wir ja auch so und weiteres. Das ist ja kein Problem hier alles. Oh nein, oh nein, oh nein. Wow, ganzen Schaden bekommen. Und gleich nochmal auf den Kopf drauf. Yeah. Wow, wow, wow. 30 Sternpunkte. Das ist ein Level Up, Leute. Level Up! Wäre ein Wert, den wir verbessern können. Entweder können wir unsere BPs erhöhen, das ist natürlich nicht schlecht. Unsere KPs. Und was ist das hier? Deine maximale OP-Anzahl wird um 3 erhöht. Was war OP nochmal? OP-Anzahl. Ich würde sagen, wir erhöhen erst einmal. Oh, gute Frage. Ach, wir machen die OP-Zahl höher. Was ist OP? Ich weiß nicht, was es ist. Da machen wir lieber doch die BPs höher. Was? Wie konnte das passieren? Und der hatscht davon. Yeah, ich wusste, wir würden es schaffen. Cool, Mann. Gewonnen. Yeah. Okay, ich denke, die OP-Zahl war doch vermutlich bei den Orden, oder? Ja, genau. Wir können scheinbar 3 Orden tragen gleichzeitig. Das ist die OP-Zahl und so. Obwohl, tu mir nichts, glaube ich, wenn Vorsicht geboten ist, gehen die gegnerischen Angriffe eher daneben. Aha. Ja gut, finde ich jetzt eigentlich nicht so eine coole Attacke. Aber gut zu wissen, ne?
gut zu wissen. Wir, Moment, bevor wir weiterratschen. Alter, was leckt das hier so rum? Haben wir hier einen geilen Schalter gefunden. Aber bevor, was ist hier noch drin? Gar nichts, gell? Wir müssen auch gegen einen Baum schlagen, fällt mir gerade ein. Gegen Bäume muss man immer gegen boxen. Denn da kommt ein Sternsplitter raus. Wir wissen nur nicht, was die gut sind. Alter, warum leckt das hier so? Egal. Und, oben drauf mit uns. Hä? Mario, gute Kämpfe und so. Aber ich muss dich warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter finden solltest, ist definitiv nicht betätigen. Es ist gefährlich, verstanden? Betätigen, meine ich. Du hast was? Du hast ihn schon gedrückt? Oh Gott, was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Oh nein! Okay, sehr interessant. Was passiert jetzt? Oh nein! Wow! Die Krone löst sich. Aha. Ist es eine Rakete oder was? Hä? Alter, was ist hier los? Alter, was ist hier los? Ach so, die Brücke fährt aus. Ah, genial. Warum leckt das so rum hier? Ist ja ekelhaft. Kriegt mal Epilepsie. So, ja. Sieh doch, die Brücke. Jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen. Genialer Scheiß, Leute. Wir haben es geschafft. Wir hatschen hier durch und kommen hoffentlich aus Leckistown wieder raus. Juhu, juhu, wir sind die Größten. Egal, wie er mitspringt immer. Kann ich hier was untersuchen? Ja, können wir. Hä? Gar nichts drin, oder was? Schade. Gut. Dann laufen wir doch mal weiter, oder? Ist hier irgendwas? Hey, kann man hinten reingehen? Was ist hier? Ja, ich habe irgendwas Cooles gefunden. Du hast einen Superpilz ausgezeichnet. Hast du erhält 10 wieder. Boah, wie geil ist das denn? Nicht schlecht, Leute. Haben wir was Cooles gefunden. Und mir fällt auf, da hinten ist noch ein, wahrscheinlich bin ich schon 1000 Mal an sowas vorbeigelaufen, aber hier ist, da ist wieder ein Baum. Vielleicht können wir den hier boxen. Genau. Okay. Da ist nichts mehr drin. Okay, super. Aber wir haben eine weitere Münze gefunden und wir können nun raushatschen. Oh Gott, die Hexe. Sie fliegt davon. Oh Gott. Speichern und weiter. Oh Gott. Ein gruseliger Film. Aha. Okay, und jetzt? Ach du Scheiße. Mächtiger König Bowser, ich habe euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König besiegt. Er ist jetzt auf dem Weg zum Toadstown. Was? Unglaublich. Was hat sich der Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternenstabs benutzt, weil er darum gebeten hat, ein König zu werden. Und dann lässt er sich von Mario so mühelos schlagen? Was für ein Schwächling. Kamikopa, du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, euer Finsterkeit. Versucht euch zu beruhigen. Der Goomba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich habe mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts dazu zu sagen, denn solange ihr den Sternenstab in eurem Besitz habt, seid ihr unbesiegbar. Ihr könnt Mario verbundenen Augen und einer Klaue auf den Rücken gefesselt besiegen. Ja, ja, sehr gut. Ho, 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 ho. Übrigens, Kamikopa, es besteht doch die Wahl. Es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben können, oder? Bitte, sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten. Und natürlich wird auch jeder von handverlesenen Individuellen bewacht. Was? Was? Keine Ahnung. Nicht mal Mario ist in der Lage, alle 7 hohe Sterne zu retten. Welcher Stern ist Mario jetzt am nächsten? Ist es der in der Festung des Koopa-Brüder? Solange Mario irgendwie dahin gelangt, können die Koopa-Brüder besiegen. König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen. Was ist los? Hier! Yeah. So scheiße, was ist denn das für Brüder? Hier kommen die Koopa-Brüder! Haha, oh yeah! Wir sind die coolsten der coolen! Psst,
Kommi Koopa, bist du dir sicher, dass diese Kerle richtig für den Job sind? Der Koopa-König war riesig und nicht einmal er konnte Mario besiegen. Aber, König Bowser. Ja, der Koopa-König war zwar riesengroß, aber er war auch ein totaler Schwächling. Wir sind nicht wir. Denn wir verfügen über die absolute perfektes Teamwork. Oh Gott, der Kack. Gemeinsam können wir Mario in Sekundenschnelle in einem wimmelndes Baby verwandeln. Exzellent. Das nenne ich Kampfgeist. Los, Koopa-Brüder. Zeigt unserem König den super Spezialangriff, den er so gut beherrscht. Jawohl, Madame. Seid ihr alle bereit? Oh, wow. Das ist... Oh. Wie gefällt euch das, König Bowser? Wie war das? Oh ja, ausgezeichnet. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario hat keine Chance, wenn er diese Technik angreift. Wir besiegen ihn, König Bowser. Ach übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ihr in eurer Festung eingeschlossen habt, wer bewacht ihr eigentlich? Niemand, Sir. Ihr wisst, wir sind ja jetzt hier und deshalb... Ihr Idioten! Benutzt euren Verstand! Sofort zurück zur Festung und bewacht diesen Stern! Solche Vollidioten. Lustig, lustig, tralalala. Gut, muss ich sagen, was ist mit diesem Part? Ich glaube, hat sogar eh schon Überlänge. Alles über 15 Minuten ist schon wieder extra für euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part bei Paper Mario. Lasst einen Daumen da, schreibt ein schönes Kommentar und noch viel Spaß hier auf YouTube. Ciao, Leute! Yeah!